Moin Leute und willkommen zurück zu Borderlands 3 mit der Schnorrer. Hallo. Und Fubba. So, wir hatten noch Nebenquests hier, wenn ich mich nicht täusche. Das kann gut möglich sein. Wenn du das sagst, wird das auch so sein. Schade, dass nicht dabei steht, auf welchem Planeten er immer ist hier. Nee. Nee. Ist jetzt hier auf der Map? Wo mache ich das auch bei ihr oder? Dann über Tab habe ich das jetzt aufgemacht und dann da links kann ich. Also das nee, stimmt, da steht nur Nebenmission und Hauptmission. Bist du hier, also bei mir ist glaube ich angeheftet töte Killer Wolf. Das geht ja schon mal richtig gut los. Nee, die habe ich gerade ausgewählt. Achso. Deshalb ist ja stimmt. Da stand noch begib dich nach Sample. Da kann ich ja mit rein. Ja. Brichter. Nice. So, begib dich nach Lektra-Stadt. Lektra. Du kennst den Weg oder muss ich? Nö, ich fahre jetzt in die falsche. Du musst zurück. Das Ende. Dann die nächste rechts. Dann sind wir eigentlich gleich da. Dann auch laufen. Ach nee, wir porten weg. Ich glaube, wir. Wenn hier rechts rein. Ja. Ey, na hier kommen musst du zu Fuß. Ja, das meinte ich. Von der Perga ist aber zu Fuß. Und was ballert hier? Ist hier schon wieder los, ey. Ah, hier ist ein Fahrzeug. Nee, hier oben sind doch noch wieder die ganzen Gegner. Na, das Fahrzeug war trotzdem da. Der ist raus, ist da. Raus ist taunt. Du hast kein Schild mehr, du musst aufpassen. Die Downs kommen auch noch. Wo ist die Fahrzeuge? Achso, das ist ja. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Hast du wieder auf mein Vieh geschossen? Nee. Ich hab Schießen gedrückt mit der Pistole. Wollte so tap machen. Aber der lädt ja so eine Sekunde und dann schießt er erst. Das macht das schon. Oh, ist das ein Rasenstunt? Bisschen Schotti. Zeigt mir der hinterher mal noch die Kunde. Das ist auch wirklich einer. Ja, dann bin ich bereit. Ja, mit der Pistole bin ich nicht. Bisschen zu viel, glaube ich. Dann wechsel doch. Ja, ich brauch dann einen neuen Anfang. Hast du keine Ersatz mit, oder? Pistole? Ich glaube, ich hab die letztes Mal. Und wie sieht das so aus, als wenn das so ganz leicht? Eben, ja, hat bei mir auch. Wie so ein Erdbeet. Ja. Hier so die Treppen hochgehst und so. Aber hier sind wir noch nicht durchgegangen, ne? Das ist ein neues Gebiet. Sind wir für ein Level? Ach, wir sind Level 13, ja. Weil die Mission ist ja, glaube ich, auch Level 13. Da habe ich nicht drauf geachtet. Na Mann, gut, dass ich dir das sage, wa? Ich habe das ja bloß gesehen bei der Questübersicht. Da stand 13 vor. Dem Gewinner von Killerwolfs Wettkampf winkt eine Nacht mit ihm. Für eine Frau gibt es viele Gründe, einen Kampf bis zum Tod zu bestreiten. Geld, Ruhm, eine Waffe, mit der man das Gesicht des Gegners schmelzen kann. Aber eine Nacht mit Killerwolf? Das lohnt sich nicht. Vertrau mir. Naja, besser nicht, aber die schießen uns gleich los. Jedes Wort aus seinem Mund lässt meinen Finger am Abzug zucken. Du verstehst schon, bald wird abgedrückt. Oh, Schild, okay. So, bist du ready? Muss man. Aber wir sollten hier bloß das Ding benutzen, ja? Weiß ich nicht, ich bin gerade im Automaten. Constance only, nimm am Battle Royale teil. Das ist so ein Arena-Kampf oder so. Nee. Ich drück jetzt.
Na, das wird wieder mit Wellen sein, oder was? Das wäre mein ich ja auch nicht mehr so. Who wants to bang? Der Battle Royale ist ja so eher, dass dann nachher der Bereich kleiner wird. Ich habe einen Champion dabei, der in meinem Namen kämpft. Außerdem will ich es in die Länge ziehen. Meine Schaltkreise aufladen, bevor wir die Verbindung herstellen. Meine Drähte kribbeln. Ich soll zwar niemandem bevorteilen, aber ich spüre, wie sich die Luft statisch auflädt. Wer liebt dich, Killerboy? Nimm dich! Willkommen bei Wer vögelt den Bazillionär? Die Regeln sind einfach. Jeder Teilnehmer hat eine Marke. Wer zuerst 4 Marken hat, gewinnt eine wilde Fahrt im Killerwolf Express. Damit meine ich 6! 2 Runden, wenn der Saft nicht aus... In Ordnung, Wolfköpfe! Lasset die Spiele beginnen! Während du machst, was du erwischen kannst, überlege ich mir, wie mein Killerwolfskabel ein für alle Mal durchtrennen kann. Wir sehen uns in der Bar. Aber dann viel blockiert sie ja. Erwischt und abserviert! Oh, hier gibt's auch Nebenquests auf der Map. Ja, das ist doch gut. Ich hab keine Ahnung, ob ich gerade richtig laufe. Fährt mal hier hin. Ach du Sche... Hä? Hier geht's denn... Alter, wie groß ist denn die Map, ey? Ja, ziemlich, hä? Ja. Ich dachte auch, wäre kleiner. Aber wir sind jetzt ein bisschen getrennt, ja. Er trank Batteriesäure, um Muckis zu kriegen. Ich muss einen Weg finden, seine Ladung zu dämpfen. Ich dachte jetzt, die mit uns da reingelaufen sind, dass die hier so bockmäßig dann halt auch da hinrennen. Ja, dachte ich auch. Ja, vielleicht sind die am Anfang so komisch gelaufen, dass sie da kämpfen müssen. Jenny hat schon verloren. Ja, ich hab die erste Marke. Da oh, da sind wir noch mehr. Sammle Batterien. Wie bitte? Muss da jemand Hilfe? Ja. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, die anderen Teilnehmer zu töten. Jeder, der darum kämpft, zu schlafen, ist eine Schande für die Gesellschaft. Bin ich gleich tot? Wo ist denn das Ulti? Bin da keine Ahnung. Hier waren so viele Gegner. Ich kann mich ja selber... Zu wenig Platz für Ulti. Alter, hier liegt ja richtig tief. Alter, du musst hier auch sogar auf dich erklettern. Vorbei. Achso, Sandy, muss das hier noch irgendwie aufnehmen? Und ich bin gerade bei der ersten Batterie. So. Ich weiß bloß nicht, wie ich zum letzten, Marke komme. Ich habe ihm nur was vorgemacht. Seine Schaltkreise sind ein wenig zu kurz geraten, weg. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich glaube, wir hätten jetzt gar nicht so einen Stress machen brauchen, weil die anderen Typis ja gar nichts machen. Wir hätten ja zusammen laufen können wollen. Oh, zum Selbstexplosieren. So ein Badass mit goldenen Schild oder so. Den da hinten treffe ich schlecht.
Oh, wenn ich mit der Pistole treffe, macht sie doch gut damit. Bin gleich bei der letzten Marke. Ich würde gerne den goldenen das hier. Sie laufen, die hat mich gerettet. Dann droppt er hier nur was Blaues. Level 14! Was für? Ne? Ich hab Level 14! Ich bin kurz davor. Bei dir sind da noch irgendwie zwei Spots, ne? Ja, die eine Marke. Ich glaube, die habe ich schon Cut gemacht. Die sind bloß noch Gegner. Ja, die Marke habe ich. Und jetzt fehlt dir die Batterie noch. Du hast da die Oberbrenne. Also die Batterie. Hier sind. Ich werde halt einer mit dem Schild. Ich muss einen Weg finden, Killerwolfs überladene Persönlichkeit gegen ihn einzusetzen. Munition alle! Nicht da hoch. Also die Batterien scheinen immer auf Dächern zu sein. Alter, wie viele Gegner kommen denn hier? Wer auf der falschen Seite steht, stirbt! Wie ist es, so lebendig zu sein? So, bei mir da hinten ist auch noch ein Punkt. Scheiße. Bei Lower Dive fühlt nur die Hälfte der Gegner weggeschossen. So, eine Batterie habe ich. Zack. Du sagst, ich soll einen Skillpunkt vergeben. Ne? Nö, sag ich nicht. Habe ich auch noch nicht gemacht. So. Ach, hier ich ist auch wollte ja mal dieses bemannte Dings nehmen. Mal gucken. Ich hab sogar hier Publikum, die feuern mich an, ey, geil, geil, ja. Noch auf die ÖPE ist vergessen. Hab ich noch nicht gesehen. Hä, wo liegt man da? Wo ich hier? Die Batterie. Ich habe einen Weg gefunden, Killerwolf zu Tode zu schocken. Komm zu mir und ich erzähl dir, wie wir Killerwolf stecken. Haben wir alles, ja? Ey, ich versuche hier noch irgendwie einen Claptrap zu finden, aber ich irgendwie. Ja, das war doch kein Claptrap. Machst du eine Kiste auf? Und alle fällt ins Wasser. Wo ist denn noch ein Gegner? Da oben. Ach, das war ein Loch. Okay. So, ich laufe schon mal Richtung Moxie. Ich wollte hier nochmal kurz gucken, ob es noch was zu looten gibt. Wir müssen Munition wieder. Grüne, graue Waffen oder weiß. Eigentlich auch schon diese schönen Waffenkisten und so. Bestimmt noch Spots, also hier an der Stelle, wo ich bin, gibt es bestimmt noch versteckte Spots, wo du da irgendwie hinjumpen kannst.
Töte. Ach, jetzt. So. Wird das nochmal anders drücken? So. Das hatte ich vorhin gar nicht aufgehoben. Sehr lustig. Überleg gerade, ob ich die Shotgun, die nutze ich ja eh nicht so. Mit normalen MG den austausche. Ist gar kein MG, okay. Oder so ein Single-Shot. Wie? Bist du am Fighten oder am Looten? Ich bin am Fighten. Ja, weil du so ruhig bist, deshalb. Dann bist du ja meistens am Fighten. Hier, bist du mal fertig bist. Ich wollte jetzt eigentlich zu dir kommen. Meine Bar gelassen. Er konnte meine Gelüste nicht befriedigen, also aber hier sind doch noch überall Gegner. Gib mir die Batterien, Zuckerschnute. Abgemurkt! Ach, hier gibt's sogar so eine kleine. So wie nennt man die? Wenn du deine... Roboter? Hier die Fahrzeuge, die du mit der, so einer Fernbedienung bedienst. Komm da. Ferngesteuertes Auto. Was? Ferngesteuertes Auto. Ja, aber hatten die nicht noch einen anderen Namen? Die man so als Kind hatte. Naja, RC gab's als Marke, aber... Ja... Ferngesteuertes Auto. So, machen wir erstmal ein Päuschen hier. Ja. Spitzel, bedanke dich. Spitzel, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.